machen, können wir ja jetzt einfach mal hier nach drüben gehen. Neue Charaktere sind immer gut. Was kann man hier? Hey, so ein Hut. Schatz immer verdoppeln. Oh, krass. Aber der kostet 600.000. So viel haben wir gar nicht. Oh, hey, so ein Dude. Nein, ich will da drüben bleiben. Der Hund. Der kann hier... Wow. Was gibt's hier so? Ja, nur die Macht von Black Witch Red kann rote Objekte bewegen oder wie auch immer. Nix, okay. Ah, da hinten wäre eine Schaufel gewesen, okay. Ich hätte gern ein Feuer. Hallo? Aber muss ich schon mitnehmen. Der olympische Fackelträger. Ich feiere es immer so. Da oben, genau, da will ich hin. Doch den guten Marty. Der könnte ja... Genau. Und aber den extra aktiv. Weiß nicht, was das bedeutet. Aber hey. Kaufen wir einfach mal. Hier brauchen wir so ein Rad. Wo finden wir das? Keine Ahnung. Das ist vermutlich eine gute Frage. Noch ein roter Hut.
Was kann der? Vom Fallen gerettet werden. Oh ja, den will ich auf jeden Fall. Den aktivieren wir auch direkt. Schmieden an, extra aktiv. Was ist das? Lassen wir mal vom Fallen gerettet werden. Das ist super. Was gibt's hier noch so? Noch ein Hut. Charakterschatz. Was auch immer das heißen mag. Zu holen, auch wenn es nur Stats sind. Jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen aufstocken, jetzt haben wir einiges gekauft. Okay. Gibt's jetzt noch neue Charaktere? Irgendjemand? Mal kurz hin und her gucken. Aber sieht nicht so aus. Warum hier 24? Okay. Na, da müssen wir schon noch ein bisschen spielen. Okay. Die gehören auch beide uns. Wie sieht's hier aus? Neue Leutens irgendwo, ne? Okay. Kommt als nächstes. Da waren wir schon. Den Schlüssel haben wir. Dann kommt jetzt schon der Kraken. Gehen wir rein in die Geschichte und los geht's. Das ist dann schon das letzte Level. Im zweiten Film. Der Kraken. Okay. Das ist so geil im Film. Also ich habe gehört, dass man Krake sagt. Gewinnt ohne M.
Nein, 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 nein. Kraken wird das Ganze original skandinavisch ausgesprochen. Da ist Kraken viel näher dran. So seine Begründung im Film. Fand's geil. Ich kann eh immer jeden Film, den ich angucke, mindestens auswendig. Kann ich noch nicht, weil da noch ein Teil fehlt. Okay. So. Wir wissen, was zu tun ist. Zack. 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 Okay, Marty. Your turn. Marty Fischer oder Marty McFly, kann man sich jetzt aussuchen. Ah. Gips. Das sieht so geil aus in dieser. Wenn's vorgespult wäre. Ding, 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 ding. So, Marty. Jetzt so ein Hobbit, ne? Ist er ja fast. So. Hallo, ich hab das anvisiert. So. Was gibt's hier? Ja. Ey. Was erlaubt es sich? Aber was ist das für eine Wand? Warum kann ich die nicht? Ah, das ist eine Glaswand, ne? Die kann man doch nur mit einer Meerjungfrau irgendwie. Ich meine, da war irgendwas, dass man die nur mit Meerjungfrauen Gesang irgendwie kaputt machen kann. Achso, wir müssen erst nach oben. Oder auch nicht. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Nach oben.
dann geht das Ding kaputt. Ja, war klar. Geht nicht mehr. So, praktisch Planänderung. Ah, hier muss ich dann. Okay. Wir brauchen die Jack. Da drüben komme ich auch nicht hin, weil es keine Frau ist. Ich muss da doch irgendwie. Ich muss dafür sorgen. Ach doch, ich dachte, nee, genau, die kann nur Jack benutzen. Okay. Ich dachte, die muss man schieben. Und als es dann nicht funktioniert, war es irgendwie doof. Okay, gut. Sekunde, wir haben doch. Okay, und jetzt gib's ihm. Und jetzt the final. Nein, noch nicht ganz the final.
ich jetzt einfach schießen oder warten, bis ich mich hab? Okay. Mit einem Würstchen. Das ist geil. So, Vorsicht, nicht angesogen werden. Das Biest könnte sich auch mal ruhig die Zähne putzen. Es hat so viele Zähne, deswegen dauert das so ungefähr, deswegen macht es das nicht. Ey, lass das mal. So, und dann nach oben. Jetzt wieder Vorsicht. Okay. Beide. Nee. Langsam, jetzt haut er wieder. Vorsicht. Einmal noch und dann haben wir ihn. Und gib ihm. Yes. Yes! Ja, der Kraken abgeschlossen. Und damit haben wir den zweiten Film abgeschlossen, Dead Man's Chest. Ich glaube, der hat im Deutschen gar keinen Beititel. Ich glaube, der hieß einfach nur Fluch der Karibik 2. Fluch der Karibik, Fluch der Karibik 2, Fluch der Karibik am Ende der Welt und Fluch der Karibik fremde Gezeiten. So waren die Deutschen, glaube ich. Naja. Auf zur letzten Cutscene des zweiten Films. Ah.
Autoschlüssel für die Black Tower. Wo kommt der denn plötzlich wieder her? Barbossa. Entweder ich bin zu blöd, um das kapiert zu haben, oder aber es wird tatsächlich im Film nie erwähnt, wie Tiadama Barbossa wieder zurückgeholt hat. So.